Now then. Let's settle this. Schluss mit Rückblende. To be continued. Ich sehe schon, das gibt längere Parts. So, Teil 11, Wiedergeburt, Episode 10, Weise Worte, abgeschlossen. Ja, ich habe lang gebraucht, aber ich habe gut gekämpft, anscheinend. Also, neues Profil vom Goma-Prescher ist mir grad wurscht. Neue Illustrationen hinzugefügt. Ein schlechtes Vorzeichen, die... Was? Unsinn. Ah, das sind die Tussis. Und Goma-Prescher, ja, schön. Neues Zwischenstück. Ja, auch schön. Und eine neue Anzeige, Zerstörer. Auch very beautiful. Ja, und natürlich ganz, ganz viele Trophäen. Oh, geil. Dann einfach mal heiter weiter. Ja, wie immer, speichern gut. Schön. So, was kommt echt jetzt? Ein schönes Bild. Oh, ich muss vorlesen. Na gut. Ach. Ich war kurz abgelenkt. Durch die Überlegung, was es heute zum Mittag gibt. Aber lesen wir mal vor. Irgendwo in Shinto. Das ist ein Doji-Soldat. Das sind diese kleinen Nervensägen. Wie reden die wohl? Kurz überlegen. Man sagt, Gebiet der Aurus ist losgezogen, um den Gefallenen zu finden. Der Verräter war Aurus' Schüler, nicht wahr? Glaubt ihr, Aurus sympathisiert mit den Gefallenen? Sympathisiert? Das ist lächerlich. Gebiet der Aurus zeigt von den 7 am wenigsten Gnade. Ich glaube, dass er den Verräter erledigen wird. Wo ist Gebiet der Aurus hingegangen? Die Kanzuki-Quelle. Gebiet der Aurus badet dort immer vor seiner Schlacht. Gegen Gebiet der Aurus ist der Gefallene mit Sicherheit totgeweiht. Ich wäre da nicht so sicher. Gebiet der Weisen und Gebiet der Kalorf wurden besiegt. Wer kann schon sagen, dass sich Gebiet der Aurus besser schlagen wird? Diese Stimmen machen mir irgendwie Spaß. Ach, Tyson-Soldat, das ist der Fettsack. Gut. Ihr habt Gebiet der Aurus offenbar noch nie in der Schlacht gesehen. Denn dann würdet ihr solche Sachen nicht sagen. Ich weiß das, denn vor 1000 von Jahren bin ich ein Soldat im Schöpfungskrieg gewesen. Niemand kann Gebiet der Aurus besiegen. Er könnte sogar stärker als Gebiet der Deutsch sein. Diese Stimme mag ich nicht so. Ach, und jetzt, ja, das sind dann die, die da oben auf der Quelle zugeguckt haben. Genau. Jetzt ist genug mit eurem Gerede. Bewegt euch. Ja, 3 Stimmen auf einmal. Du mich auch. Ja, Herr. Asura and Arcus's duel to the death begins. Their battle breaches the limits of possibility and breaks into the heavens. The intensity increases with each crushing blow. Who will be the victor, student or master? The outcome is unknown, even to the gods. Gut. Ich mache hier noch keine Aufnahmepause. Was ich nur voraussenden will, dieser Kampf kommt auch in der Demo vor. Ist sehr wahrscheinlich nicht ganz so wie dort, aber wieder mal eine Stelle, die ich ein bisschen kenne. Also wüstes Gekloppe. Machen wir einfach heiter weiter. Ich frage mich jetzt schon, wie ich den Mist hier schneiden soll. Och. Na gut, werde ich ja dann sehen. Jetzt ich wieder Fresse halten, da Video.
raise some hell! Now that I think of it, the last time we fought like this, you were still my pupil. You were wild, unfocused, and had the eyes of a beast. Even then, I knew that someday you'd become the opponent I had been waiting for. I hope you don't disappoint! Und es scheint schon loszugehen. Das hat jetzt Aua getan. Au, ja, das ist großes Aua. Au, au, au. Na los, Zeit zurückzuschlagen. Ja. Yeah. Attacke! Oh, der ist schnell. Der ist verflucht schnell. Das wird nicht einfach. Drück und drück wie blöd. Du da, du da. Ich drück wie blöd auf alle Knöpfe. Oh, du. Wow, falscher Knopf. Wieder falscher Knopf. Ah, leck mich doch. Das könnte sogar ein Fail geben, wenn das so weitergeht. Ich check gerade auch wieder gar nicht, was abgeht. Dass man wieder so einen Knopf gedrückt und so ist. Gib's ihm! Mitten in die Fresse. Oh nee, nicht schon wieder so ein Angriff. Diesmal habe ich den richtigen Knopf gedrückt. Und mitten in die Fresse. Oh, oh, oh. Jetzt müsste ich hinlaufen. Zu spät. Dann schieße ich dich ein bisschen ab. Oh, das war ein guter Angriff von dir. Meine Angriffe sind aber auch gut. Das sind Dreieck. Mein Mundwerk kommt... Wo ist er denn? Mein Mundwerk kommt meinen Fingern nicht hinterher. Mann, muss ich mich gerade konzentrieren, den Knopf zur richtigen Zeit zu drücken. Wow, wow, Kreis, Kreis, Kreis. Ist ja richtig anstrengend, der Kampf hier. Wieder Kreis, Kreis, Kreis. Das ist so ein richtig schöner Dragon Ball-mäßiger Kampf hier schon fast. Also ich habe jetzt keins von den Dragon Ball Spielen gespielt, aber ich vermute es jetzt mal. Rot! Vermute es jetzt mal. Gott, der Gold getroffen. Ja! Na, Alter, hat das wehgetan. Oh. Das sieht nicht gut aus. I have had carnal knowledge of the fairest maidens in heaven. Jetzt bin ich neidisch. None of it excites my blood more than using my blade. Ha ha ha! Prepare to meet your end. Der Kommentar hätte jetzt auch wieder falsch verstanden werden können. Er hat sein Schwert rausgeholt und ich halte meine Fresse. The only other person August has ever drawn his sword against is you, my lord. Is he that powerful? Oh, interesting. Ja. Großer Endkampf. Schreien kann er. Ich bin aus Schokopudding. Krass.
echt krass. So, fight, 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 fight. Oh! Ja, schön. Ja, springt, nein! Oh, das ist ja hier richtig anstrengend auszuweichen. Wow! So, jetzt bin ich angekommen. Und du kriegst eins auf die Fresse. Schneller, 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 schneller. Ja! Volltreffer. Verflucht. Oh. Das sind jetzt fiese Tricks hier. Na komm. Ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Anscheinend auch nicht. Das tut ihm gar nichts, das ist ja unfair. Lauf, lauf, lauf. So, wieder in die Fresse. Lauf, 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 lauf. Oh, oh, schlecht. Stimmt, ich soll ja da Dreieck drücken. Murkst noch einmal. Der hat jetzt ein bisschen zu oft getroffen. Ich nehme ihn ernst. Wie ich ihn ernst nehme. Ich will dir unbedingt eins auf die Fresse geben. Das glaubst du gar nicht. Da bin ich wieder. Und zack. Ja. Komm her, Schnuckiputz. Nein, 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 nein! Und gleich ist aber meine Wut wieder da. Und spring, 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 nein, nein! Ich spüre die Macht des Schokopuddings! Nein, nein, nein! Warum ausgerechnet Schokopudding? Ich mache Schokopudding. Oh nein, das... Doch, macht er. Nimm das und das und das und das und Wut! Jetzt bist du dran. Ja, ja. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Sein Schwert wächst. Ja, Kreis, Kreis, Kreis. Only the strong survive. I taught you that much. That is not for you to decide. Da fliegen die Arme. Oh, das ist ein schnelles Ticket zur Erde. Sieht cool aus. Tja, jetzt hat er nur noch zwei Arme. Der Arme. Das ist eine interessante Diskussion. Ach, hallo, kleines Mädchen. Kannst dir was wünschen, ist eine Sternschnuppe. Einen langen, langen Schweif. Autsch. Ja klar, jagt das Schwert nur durch die durch den ganzen Planeten. Das bringt ja so viel. Oh,
ich muss drehen, 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 drehen. Und mehr drehen, schneller drehen. Ha, schneller, schneller, schneller. Ganz schnell drehen. Ich drehe durch. Drehen, drehen, drehen. Und los. Wie wir schon vorher gesehen haben, er braucht keine Arme, um zu kämpfen. Okay. Das ist jetzt auch sehr interessant. Interessant und krass. Mir wird es nur gefallen, wenn das eher wie Blut aussehen wird. Yes. That was one hell of a battle. What now? Where will that anger take you? You're not me. Yet you continue to fight. Bottom-up. You no longer need my training. The one who stands in the end is righteous. Asura, walk the path that you must. Der Schüler hat den Meister besiegt. Und der Meister hat noch ein paar kryptische Worte von sich gegeben. Now he's gone in the wind. Alle sind so schweigsam. Ich glaube, das war ein Goma-Stampfer. Nee, ein Goma-Panzer. Unheinreitstufe 47.000. Jetzt sehe ich es auch erst. Das Ding ist... Ich glaube, ihm nachzulaufen ist eine schlechte Idee. Wenn ich mir das Vieh von vorher so angesehen habe. Außerdem läuft er ein bisschen schnell. Nee, Mädel, da kannst du nicht mithalten. Wow, das ist nicht noch mal eine Explosion. Tja, was soll man da noch sagen? Genau, to be continued. So, Teil 1, Teil 11, Wiedergeburt, Episode 11, letzte Lektion ist abgeschlossen. So wie es aussieht, habe ich das ganz gut gemacht. Ja, neue Profile von August und dem Goma-Panzer. Neue Illustrationen. August und Goma-Panzer. Und ein neues Zwischenstück-Video. Episode 11, die letzte Lektion. Gut. So, aber da denke ich mal, ich mache an dieser Stelle wieder eine kleine Aufnahmepause, denn der Hunger plagt mich und mir ist gerade eingefallen, ich sollte noch ein paar Videos freischalten, damit man die gucken kann. Aber dann sage ich mal, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und in dem Sinne, Tschüssikowski.